04 Leverkusen. In der Bundesliga treffen beide Mannschaften zum ersten Mal aufeinander. Und die Vorzeichen können unterschiedlicher gar nicht sein. Der Aufsteiger wartet immer noch auf den ersten Sieg. Der Vizemeister hingegen hat bereits 7 Zähler auf dem Konto und ist oben mit dabei. Und es geht auch gleich richtig zur Sache. 5. Minute. Augsburg im Angriff. Der Ball kommt wieder zu Bayer. Über außen in der Mitte verpasst Werner, aber Hosogai! Ja, der ist drin! Tor! Das schnelle 1:0 für die Gastgeber durch den japanischen Nationalspieler Hosogai. Die Leihgabe aus Leverkusen. Die Bayer-Abwehr im Tiefschlaf. Sam reagiert zu spät und dann ist er drin. Bernd Leno in seinen ersten 3 Bundesligaspielen ohne Gegentor. Heute muss er hinter sich greifen. Natürlich will man immer als Zauber zu 0 spielen, aber mein Gott, halt immer halt ein Gegentor gleich am Anfang. Aber ich denke, jetzt in 4 Spielen ein Gegentor, ich denke, das kann sich sehen lassen. Und ich denke, darauf lässt sich aufbauen. Der FC Augsburg jubelt noch, das Spiel läuft bereits weiter. Kießling, geniales Zuspiel auf Sam alleine vor dem Tor und den macht er eiskalt rein. Sensationell, exakt 62 Sekunden nach der Augsburger Führung erzielt Leverkusen den 1:1 Ausgleich. Und so schnell kann es im Fußball gehen. Eben noch gejubelt, ist der Frust plötzlich riesengroß. Auch die nächste Szene gehört dem Vizemeister. Die 11. Minute. Augusto sieht Ballack. Und das war doch mal eine Aktion. Sehenswert, wie Michael Ballack die Flanke Volley nimmt und seine Torgefahr andeutet. Er heute in der Startelf, zusammen mit Kapitän Simon Rolfes. Die 23. Spielminute, wieder Bayer 04. Langer Ball auf Augusto. Schöne Finte, in der Mitte Kießling und Leverkusen führt mit 2:1. Herrlicher Spielzug der Gäste. Augusto behält Übersicht und Kießling macht aus 11 Metern seinen 2. Saisontreffer perfekt. Jentsch im Tor der Augsburger, ohne Abwehrchance. Aber der FCA hält dagegen, kommt zu weiteren Chancen. Die größte 6 Minuten vor der Pause. Bayer setzt sich durch. In der Mitte lauert Mölders und das war verdammt knapp. Wow. Hier nochmal zu sehen, wenn Mölders den richtig trifft, steht es 2:2. Dann ist Halbzeit in dieser spektakulären Partie. 30.000 Zuschauer sind begeistert. Und auch der 2. Durchgang bleibt temporeich. 7 Minuten absolviert. Schönes Solo von Bellinghaus. Werner zieht sofort ab und Leno großartig. Starke Parade des Bayer-Keepers. Aber vor allem auch die Vorarbeit von Bellinghaus. Absolut klasse. Gut eine Stunde vorbei. Das Spiel jetzt sehr ausgeglichen. Weiter auf sehr hohem Niveau. Das ist Schürrle. Gerade erst eingewechselt und gleich eine starke Szene. Aber sein Schuss geht doch deutlich am Tor vorbei. Es folgt die 72. Minute. Leverkusen mit Castro. Sieht Sam. Sam. Und das ist das 3:1 für den Vizemeister. Sidney Sam hat alle Zeit der Welt und vollstreckt aus 15 Metern. Sein 2. Treffer in dieser Begegnung. Doppelpack. Jetzt wird's schwer für die starken Augsburger. 2 Tore hinten und nur noch 18 Minuten zu spielen. Und Leverkusen setzt nach. Augusto mit dem Pass auf Derdiok. Jentsch rettet, aber im Nachschuss ist Derdiok erfolgreich. Das 4:1 für Leverkusen in der 79. Minute. Ehren Derdiok, der Schweizer Nationalspieler, sorgt mit seinem ersten Saisontor für die endgültige Entscheidung. Denn danach passiert nicht mehr viel. Bayer Leverkusen gewinnt in Augsburg mit 4:1. Der Sieg sicherlich 1-2 Tore zu hoch, aber der Vizemeister demonstriert seine Stärke und gehört mit jetzt 10 Punkten zu den Top-Teams der Liga. Es war ein schweres Stück Arbeit, weil Augsburg sehr, sehr mutig angefangen hat, uns zugesetzt hat. Und ich glaube, es war gut, dass wir den Rückstand so schnell egalisiert haben. Im zweiten Halbzeit haben wir es tatsächlich dann sehr abgeklärt gemacht.
natürlich ist ja oft bei solchen Spielen, wenn du gegen einen aufopferungskämpfenden, vollen kämpfenden Aufsteiger spielst, der natürlich lange Zeit auf Augenhöhe war, natürlich am Ende dann die Kraft ein bisschen ausgegangen ist, weil sie noch aus dem gegangen sind, dass wir dann natürlich mit unserer Cleverness dann noch zwei Tore nachlegen, das ist dann natürlich dann ein Tick zu hoch, aber am Ende dann trotzdem verdient.